Es ist Ende Juli und Hallalier-Redakteur Oliver Dorn ist an diesem Wochenende in sein Revier im Hunsrück gefahren. Das Revier am Rande der A61 in der Nähe der Stadt Simmern ist ein typisches Feldwaldrevier mit Rehwild und Schwarzwild als Standwild. Jetzt zur Blattzeit ist das Rehwild auch tagsüber aktiv, sodass Oliver fast den ganzen Tag über im Revier unterwegs ist. Bereits am Morgen zeigen sich die ersten Böcke in den großen Getreidefeldern. Doch ein näher Rankommen ist oft nicht möglich. Oder die Böcke sind noch zu jung, als dass sie aufs Blatt springen würden. Und so zieht Oliver weiter auf seinem Pirschgang durchs Revier und genießt den schönen Morgen und den Anblick auf den reifen Feldern. Im Laufe des Vormittags zieht sich der Himmel ein wenig zu und es wird kühler. Das Wild lässt sich immer mal wieder blicken, doch etwas Passendes scheint nicht dabei zu sein. Erst gegen Nachmittag kann Oliver am Rande eines großen Rapsfeldes einen stärkeren Bock beobachten, der erst in ein Weizenfeld und dann in den naheliegenden Bestand zieht. Leider aber nicht wieder herauskommt. Für den Abendansitz wählt Oliver einen fahrbaren Bodensitz am Rand eines größeren Rapsschlages. Auf dem Kleeacker vor dem Hochsitz äst bereits ein Schmalreh, welches sich aber nicht weiter stören lässt. Das Wetter wird immer drückender und dunkle Regenwolken verheißen nichts Gutes. Für einen kurzen Moment wird es noch spannend, als ein stärkerer Bock aus dem Weizen auf die angrenzende Wiese austritt. Doch so schnell er auch auftaucht, so schnell ist er auch wieder verschwunden. Am nächsten Tag versucht Oliver sein Glück an der Stelle, wo er am Tag zuvor den stärkeren Bock im Weizen beobachten konnte. Er richtet sich mit seinem Schießstock am Rand des Rapsfelds ein und wartet auf seine Chance. Erst als die Sonne schon wieder tiefer steht, hat er Glück. Und der Bock taucht zusammen mit einer Ricke auf der Wiese vor ihm auf. Es bleibt ihm nicht viel Zeit, denn die Ricke zieht schon wieder in die hochbewachsene Brachfläche. Doch im letzten Moment nutzt Oliver seine Chance. Der Bock liegt mit sauberem Schuss im Knall. Für Oliver ist es ein besonderer Moment, als er den braven Sechser in Besitz nehmen kann und in Gedanken an die heutige Jagd lässt er den Tag in aller Ruhe ausklingen. Am nächsten Tag versucht es Oliver an einer anderen Stelle im Revier. Hier hat er bereits auf dem Weg dorthin eine Ricke mit zwei Kitzen beobachten können,
Und auch sonst ist das große Weizenfeld am Waldrand immer gerne von Rehwild besucht. Im Laufe des Tages hat Oliver noch keinen Anblick gehabt. Doch der Abend scheint günstig zu sein. Im Weizenfeld steht bereits Rehwild und Oliver beeilt sich, auf den Hochsitz am Waldrand zu kommen. Der Abend ist wunderschön und für Anblick ist gesorgt. Immer wieder taucht Rehwild auf. Doch ein passender Bock ist bis dahin noch nicht dabei. Erst als die Sonne hinter den Bäumen versinkt und das Licht schwächer wird, taucht urplötzlich ein Bock auf. Die Zeit wird wieder knapp. Denn der Bock wird gleich im Weizen verschwinden. Doch Oliver nimmt sich die Zeit, ihn richtig anzusprechen. Der Bock passt und Oliver lässt die Kugel fliegen. Ein herrliches Wochenende mit viel Anblick und Weidmannsheil geht zu Ende. Und Oliver stellt wieder einmal fest, dass das Jagen zu Hause im eigenen Revier immer ganz besondere Sternstunden bereithält.